Willkommen zu einem weiteren TechView Vlog und das ist ein kleines Ergänzungsvideo zum Video, was ich das letzte Mal gemacht habe, glaube ich, das TechView Vlog Video zur Hama Schutzglas Panzerglasfolie für das P30. Ihr seht, ich habe die Hülle noch drum, aber wer ganz genau schaut, wird sehen, die Schutzhülle, das Panzerglas ist weg. Ich habe es mittlerweile sogar weggeworfen, aus dem ganz einfachen Grund, weil es einfach nicht funktioniert hat. Nun, was soll das jetzt heißen? Was hat nicht funktioniert? Warum sollte man Panzerglasschutzfolien einsetzen? Natürlich, um das Display zu schützen. Das hat das auch wunderbar gemacht, diese Option. Aber es gab doch ein paar Probleme im Alltag, die mit dem P30 auch mit der Software zu tun haben. Zum einen werdet ihr sehen, der Fingerabdruckscanner. Das war ein Problem. Ich hatte das bei meinem Unboxing nicht so sehr. Aber was ich nicht bedacht habe, ist natürlich, dass wenn diese Schutzfolie, und das ist ein großes Problem dieser Schutzfolie, nur an den Kanten klebt, also Klebestreifen hat. Also ihr habt quasi rundherum so einen Klebestreifen und in der Mitte nichts. Bildet sich auch manchmal Luft dazwischen, weil das ja nicht klebt am Display selber, sondern es klebt nur an den Kanten. Und das hat den großen Nachteil bei dem Fingerabdruckscanner, dass wenn ich den Fingerabdruck eingescannt habe, der Fingerabdruck wunderbar funktioniert hat. Aber nach so ein paar Stunden, teilweise sogar auch Tagen, je nachdem, wie das Wetter war, wie so die äußeren Bedingungen waren, ob ich rausgegangen bin, ob es dort kälter war oder wärmer war, hat der Fingerabdruck überhaupt nicht mehr funktioniert. Das heißt, ich musste jedes Mal meinen PIN eingeben, weil ich konnte meinen Finger drauf halten, der hat einfach nicht funktioniert. Und wenn ich das jetzt mache, werdet ihr sehen, weiß nicht, ja. Ja, Vorführeffekt, so, funktioniert es. Und es funktioniert auch nach Tagen immer noch wunderbar, mit dem Fingerabdruck irgendwas zu entsperren. Also das ist keinerlei Problem. Das Problem mit der Hama Schutzfolie war, dass ich im Grunde genommen fast alle paar Stunden meinen Fingerabdruck neu einscannen musste, damit er wieder erkannt wird, weil ansonsten wurde er nicht erkannt. Und das ist natürlich gerade, wenn man da irgendwie unterwegs ist, das Gerät schnell entsperren möchte, muss man halt seinen PIN eingeben. Das kann ich natürlich auch machen, aber es geht natürlich mit dem Fingerabdruck deutlich schneller und das hat halt eben nicht funktioniert mit dieser Schutzfolie, weil halt eben der Abstand zum Display sich immer ein bisschen was geändert hat, ein bisschen Luft dazwischen war und weil es auch reflektiert hat teilweise. Man hat das dann gesehen, wenn man es beispielsweise im Dunkeln gemacht hat und dann Finger drauf gedrückt hat. Es wird ja an der Stelle, wo der Finger drauf gedrückt wird, erhellt, so dass halt eben, also sehr stark hell gemacht das Display, so dass man halt eben den Fingerabdruck scannen kann. Und dieses Erhellte hat sich halt ausgedehnt über das ganze Schutzglas und das hat man dann im Dunkeln vor allen Dingen gesehen. Und das ist so, glaube ich, das Problem. Eines der wirklich nervigsten Probleme. Das, was ich auch noch machen musste, ist mehrmals anbringen, diese Schutzfolie, weil ich habe mich an der Notch orientiert und sollte gut aussehen. Wenn es aber gut aussieht und die Notch, diese Tropfen-Notch, ich weiß nicht, ob man die sehen kann, ja, tropfenartige Notch, so, vielleicht, da sieht man sie, tropfenartige Notch. Bitte, stell scharf. So, die tropfenartige Notch. Wenn man da diese tropfenartige Notch, wenn man da die tropfenartige Notch, wenn man die dann tatsächlich auch vernünftig abdecken möchte, war es so, dass die Swipe-Gesten nicht funktioniert haben, weil sie nicht erkannt worden sind, weil halt eben die Glasschutzfolie auch einen schwarzen Rand hat. Und dieser schwarze Rand ist anscheinend für Fingerabdrücke nicht gut oder für Touch-Eingaben nicht gut geeignet, weil ich sitze hier im Dunkeln, weil das Ganze tatsächlich so aussieht, dass wenn ich hier ein Programm starte, lassen wir mal den Optimizer starten und ich möchte zurückgehen, habe ich hier Swipe-Gesten aktiviert, um zurückgehen zu können. Funktioniert natürlich auch. Und das ist die Zurückgestenfunktion. Die von unten nach oben, die Funktion war nicht beeinträchtigt, aber diese Zurückgestenfunktion war stark beeinträchtigt auf der linken Seite. Und ich benutze es sehr stark auf der linken Seite. Auch wenn ich es mit meiner rechten Hand halte, benutze ich halt den Daumen, um so zu swipen. Anstatt wäre es natürlich so viel einfacher. Das hat hier wunderbar funktioniert, auf der anderen Seite nicht. Und ja, ihr könnt euch schon denken, was das Spielchen war. Ich habe das dann ein bisschen was verschoben, Millimeterchen, dann sah die Tropfennotch, die war so ein bisschen so abgedreht, also es war schief drauf, sah schief aus. Aber dann haben die Swipe-Gesten auf der linken Seite funktioniert, nicht mehr auf der rechten. Und ja, das ist natürlich ärgerlich.
Und das auch ein Problem, was mit so einem Panzerglas passieren kann oder so einer Art von Panzerglas. Deshalb kann ich nach einer Woche Nutzung sagen, für das P30 zumindest, kann ich die Hammer-Panzerschutzglasfolie, nee, Folie ist es ja nicht, sondern das Panzerglas nicht empfehlen. Ganz einfach aus dem Grund, dass eben der Fingerabdruckscanner nicht mehr ordentlich funktioniert und die Swipe-Gesten von der Seite nicht ordentlich funktionieren. Wer den Fingerabdruckscanner sowieso nicht nutzen möchte, kein Problem. Wer die Swipe-Gesten nicht nutzt, sondern die klassischen Android-Navigationsknöpfe, auch kein Problem. Kann also dann die Schutzfolie ohne Probleme benutzen. Ich habe sie eine Woche lang, ein bisschen was mehr als eine Woche lang benutzt. Und ja, ich habe sie in die Tasche reingeworfen, zusammen mit dem Schlüssel und so weiter. Keinerlei Kratzer oder Probleme aufgetaucht. Ein bisschen mal hin und her wischen, um halt eben Fingerabdrücke vom Glas zu wischen. Das war es dann im Grunde genommen auch schon. Das heißt, dafür funktioniert sie. Diese Schutzfunktion erfüllt sie und erfüllt sie auch gut. Und sie ist jetzt auch nicht abgefallen oder wäre jetzt irgendwie Staub drunter gekommen oder sowas. Liegt vielleicht auch an der Hülle, die natürlich quasi das Ganze abgedeckt hat. Falls ihr das ohne Hülle benutzt, könnte es ein Problem eventuell geben, dass da vielleicht mal Dreck an den Kanten kommt, wenn die Kanten nicht ordentlich kleben. Deshalb dafür sorgen, dass die wirklich ordentlich kleben. Und was man natürlich nicht machen sollte, so wie ich es gemacht habe, wirklich mehrmals abmachen und wieder dran machen, weil dann hat man an der Stelle, ich habe es immer an einer gleichen Stelle abgemacht, hat man an der Stelle dann doch schon, dann sieht man es einfach, dass das da öfters abgemacht worden ist an der Stelle. So, das also zu dem kleinen Testbericht zur Hammer-Schutzhülle, zur Hammer-Schutzglas, Panzerglas. Wie sieht es mit der Hülle aus? Die funktioniert gut. Da habe ich keinerlei Probleme mit der Hülle. Muss ich ganz ehrlich sagen, die funktioniert gut. Die Kamera hat keinerlei Dellen oder irgendwas bekommen und die Knöpfe funktionieren, haben einen guten Druckpunkt. Das funktioniert also gut. Da gibt es keinerlei Probleme. Ich finde es auch gerade jetzt im Sommer, wo man ja manchmal auch Schweißhände hat, ist das wirklich sehr gut, dass man hier so eine raue Oberfläche hat, die dann hier so ein bisschen das Ganze dem Finger so ein bisschen anleiten können und das Ganze dann tatsächlich auch abfedern können. Beziehungsweise, also dass es nicht direkt einem aus den Fingern rutscht. Und auch an den Seiten her ist das halt vom Halt her ziemlich gut und ziemlich ordentlich. Deshalb benutze ich das jetzt so. Da ich jetzt die Schutzglas-Geschichte abgemacht habe, habe ich natürlich jetzt so eine kleine Erhebung. Weiß nicht, ob man die Erhebung sehen kann. Wahrscheinlich hier im Hintergrund, mein Gesicht, auch wenn es auf mein Gesicht scharf stellt, hier im Hintergrund sieht man es ein bisschen. Es ist also eine kleine Erhebung, dass wenn ich das so liege, liegt es nicht auf dem Display direkt drauf, wenn ich es auf dem Tisch so lege, quasi, sondern es liegt tatsächlich dann auf der Hülle selber drauf. Es schützt also so ein bisschen was. Ja, ich werde dieses Setup wahrscheinlich dann jetzt als Endsetup benutzen für mein P30. Von den Schutzhüllen oder den Panzerglashüllen werde ich erstmal die Finger weglassen, weil ich doch recht enttäuscht war und ich glaube mit 30 Euro etwa, auf jeden Fall über 20 Euro für diese Hammer-Schutzglas, bin ich doch schon ein bisschen was enttäuscht, dass das halt dann die Funktion nicht erfüllt hat, wie es halt erfüllen sollte für so eine Schutzglas-Gedöns. Also das Telefon, das Smartphone ist nicht 100% benutzbar damit, das ist halt eben das Problem. Das wäre so, als ob jemand eine Schutzhülle machen würde, wo man keinen Ausschnitt für die Buttons hat. Ne? Kann man die Buttons nicht benutzen, ist auch ärgerlich. Oder was eine Kamera abdeckt oder irgendwie sowas. Und in dem Fall ist halt der Fingerabdruckscanner der nicht funktioniert. Und wenn man halt heutzutage den Fingerabdruckscanner häufiger benötigt, ist das vielleicht wichtig. Oder wenn man sich auf Swipe-Gesten spezialisiert hat und dann das Gerät nicht mehr bedienen kann, ist das natürlich auch sehr ärgerlich. Deshalb bin ich da erstmal ein bisschen was enttäuscht. Falls ihr aber was fürs P30 kennt zum Schützen des Displays, was wunderbar mit dem Fingerabdruckscanner funktioniert, jedes Mal. Also mindestens genauso gut wie eben ohne. Und womit auch die Swipe-Gesten von der Seite gut funktionieren. Es kann zum Beispiel auch eben muss ja kein Schutzglas sein, sondern es kann auch eine Schutzfolie sein, die ihr ziemlich gut findet, die vielleicht auch fingerabweisend ist, die vielleicht auch eine matte Oberfläche hat. Weiß nicht, ob es sowas gibt. Also falls ihr da Erfahrungen gemacht habt fürs P30, könnt ihr mir natürlich im Kommentarbereich unten hineinschreiben. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit. Hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, vielleicht sogar zwei Daumen nach oben. Ne, es geht ja nur einer. Aber ihr könnt auch abonnieren, falls ihr noch mehr solche Videos sehen wollt. Und falls ich da Vorschläge bekomme fürs P30, werde ich natürlich auch weiterhin ein paar Videos machen zum P30. Das war es jetzt mal für diesen kurzen Tech-View-Vlog. Mein, ja, Fazit nach einer Woche.
mit der mit dem Hammer Schutzglas und eben auch der Original Huawei, das Original Huawei Case. Das funktioniert gut, das werde ich weiterhin benutzen. Es passt wie angegossen, ist nicht so, sagen wir mal, stinkig und wabbelig wie dieses TPU-Case, was ich vorher hatte. Sondern das ist ordentlich stabil und fühlt dann direkt, man hat was Premium-mäßiges in der Hand. Das ist also eine tolle Geschichte, passt zu diesem Premium-Smartphone auch. Das war's für diesen TechView-Vlog und bis zum nächsten Mal. Ciao.